Action. Die Uhr stimmt nicht. Klar, irgendwo stimmt sie schon. Sehr aufmerksam. Morgen wieder. Klar, der Ort stimmt nicht. Das, der Ort stimmt nicht? Für die Uhr nicht, nee. So, was Aufnahme startet? Mhm. Also, ich möchte heute mal Crunch vorstellen. Das ist ein Paketmanager für MorphOS. Jetzt werden vielleicht einige sagen, Paketmanager hatten wir schon mal, sind alle irgendwie große Fehlschläge gewesen, wurde viel Geld reingesteckt durch die Bounties und am Ende ist nichts bei rumgekommen. Diese Fehler wollte ich natürlich nicht machen. Und da habe ich mich natürlich vorher schlau gemacht, was ist nötig, was ist nicht nötig, was wollen die Leute. Und ja, die Hauptfehler bei den ursprünglichen Package-Managern war halt, dass die Programmierer immer involviert sein mussten, was natürlich zum einen einschließt, dass die ganzen Projekte, die man in so einem Paketmanager hat, immer noch aktiv gepflegt werden müssen. Das heißt, diese ganzen eigentlich wertvollen alten Produkte, die wir ja schon haben im Aminet und noch was Files, die würden ja alle durch die Bank rausfallen. Und dann war das ganze Konzept etwas kompliziert durch Server und andere Geschichten. Und auf diesen Punkt habe ich dann nach Möglichkeit gestrichen und ein Paketmanager-System jetzt gebastelt, das eigentlich allen gerecht werden soll und auch nicht so kompliziert sein soll und wo jeder auch, der sich mit dem System auskennt, teilhaben kann und sogar, wenn er eine eigene Webseite hat, selber seine eigene Software mit eigenen... Da wird aufgenommen, Mensch. Mit eigenen... Ja, manchmal. Jetzt hast du mich voll rausgebracht. Ja, absolut. Ja, da kann also jeder Programmierer seine eigene Software... nachher austauschen mit anderen oder Katalogprogrammierer, also Katalogübersetzer können sich untereinander die Dinger zuschicken. Otti. Und ja, zum Beispiel der Otti. Und ohne dass jetzt der Enduser im Endeffekt von diesem Traffic was mitbekommt, können die ihre neuen Versionen austauschen, ohne direkt miteinander kommunizieren zu müssen. Und ja, ich fange jetzt einfach mal an. Wenn man das sieht, dass das System, was ich jetzt hier habe, ist auf wenig gefaked, muss ich jetzt sagen. Ich muss jetzt alles runtergeschmissen. Sieht das also mehr oder weniger aus wie bei einer Installation von einem User, der schon mal angefangen hat, sich mit MorphOS zu beschäftigen, aber ansonsten nicht viel gemacht hat. Ein paar Sachen wie MPlayer installiert und das war's jetzt. Die Installation vom Grunge, wie der Package Manager jetzt heißt, ist denkbar einfach. Man nimmt die Schublade, zieht sie hier rein und das war's dann auch schon. Das ist ja wie auf dem Amiga. Ja, das ist wie auf dem Amiga, ne? Genau. So, wenn man das Programm jetzt das erste Mal startet, durchsucht erstmal die Platte nach vorhandenen Applikationen und lädt dann für jeden bekannten Programm aus dem Internet die Bilder, die er dann hier oben nachher präsentieren kann. Das ist alles ein einmaliger Schritt. Wenn er die Bilder dann hat, dann beim nächsten Mal so, dass es nur noch die neu sind. So, es ist halt eigentlich fertig. Das ist jetzt der Stand des Programms nach der ersten Installation. Man hat jetzt also hier die Liste mit den Programmen, die im Moment alle verfügbar sind. Das ist halt ja, im Moment noch eine recht kleine Liste. Ich habe so in den letzten ja, anderthalb Monaten immer alles mitgenommen, was so an neuen Programmen rauskam und dann auch diverse alte mit reingepflegt. Das sind also jetzt die Sachen, die ich gemacht habe. Das wird dann jetzt natürlich, wenn die Veröffentlichung dann irgendwann stattfindet, kann jeder da mehr oder weniger seine Produkte dann mit reinbringen oder seine Vorschläge machen und andere Leute können dann sagen, ja, das können wir mit reinnehmen, kein Thema. Jetzt machen wir mal die Installation von einem Programm. Um es jetzt mal einfach zu nehmen, was nehmen wir denn jetzt mal? Die Auswahl sieht groß aus, ich musste hier einen Fake-Server aufsetzen. Zum Beispiel Pushover vom Hack, der übrigens große Hilfe war beim Fehlerfinden. Besten Dank. So, jetzt zeigt er uns hier an, wir haben es auf Ignorieren stehen, weil uns die Software bisher nicht interessiert hat. Das Ding ist nicht installiert und da der Typ auf Spiel steht, haben wir hier den Pfad Spiele. Jetzt kommt gleich, also ich weiß, dass viele Fragen haben, was die Installation angeht. Jeder möchte sein System so einrichten, wie er es gerne hätte. Es gibt Leute, die haben dann in Applikationen noch eine Schublade mit Malprogramme und eine Schublade mit... Grafikprogramm in anderer Form, für Desktop-Publishing oder sowas. Das ist alles hier möglich. Man kann für jedes Programm einzeln den Pfad ändern vor der Installation. Hier kann man hier unten eintragen. Dazu im Menü selber vom Grunge gibt es eine Pfadsektion.
Da kann man einmal einstellen, das kann man natürlich nachher noch ändern, für jeden Software-Typen ein eigenes Verzeichnis, wo man die Sachen gerne hinterlegt, eine Tradition, was auch immer. Und die nimmt Crunch dann generell als Vorlage für die Installation. Also wenn man dann Pipaint installieren würde über Crunch, würde er automatisch die Schublade nehmen, die hier unter Grafik steht und die vorschlagen. Wenn man das aber jetzt doch für dieses Programm mal ausnahmsweise nicht möchte, hat man immer noch die Möglichkeit, das durch die Installation im Hauptfenster zu umgehen. So, ja. Jetzt gucken wir mal, installieren. Jetzt sagt er uns, die Installation für das Spiel benötigt PowerSDL. Das ist auch nicht installiert, wie er festgestellt hat. Sagt er uns, wenn wir das installieren wollen, müssen wir das halt auch haben. Okay, wollen wir. Dann kommt noch mal einmal die Sicherheitsabfrage. Das ist jetzt die normale Standardabfrage, ob man es installieren möchte. Die kann man abstellen, wie auch alle anderen Requester. Kann man, wenn man sagt, ich weiß, was ich tue, kann man die abstellen, dann wird man nie wieder genervt. Das war auch so eine Sache, die vielen wichtig war. So, jetzt hat er PowerSDL installiert. Jetzt wird Pushover runtergeladen. Fertig. So, und jetzt wissen wir, wo ist Pushover. Kontextmenü. Verzeichnis zum Pushover öffnen. Da ist es. Wenn ich das jetzt starten würde, wird es auch funktionieren. Und das Programm findet die Spiele und die ganzen anderen Programme findet er selbstständig im Internet. Die holt er sich aus einer, also die Datenbank, die jetzt beiliegt, die holt die Programme von den Entwicklerseiten, vom Aminet, also dezentral, die bestehenden Archive, die sind jetzt auch nicht explizit angepasst worden. Der macht eigentlich nichts anderes als das, was der normale Anwender auch machen würde. Der holt sich, der lädt das Archiv runter, entpackt es, kopiert die Sachen auf die Platte, wo sie hingehören und oder wo sie jetzt hingepackt werden sollen. Und das war es dann im Prinzip schon. Ohne dass man jetzt suchen muss, habe ich das richtige System, habe ich jetzt die richtige Version oder habe ich die neueste Version. Das interessiert jetzt gar nicht, der nimmt einfach die Quelle, also ich sage jetzt mal eine sichere Quelle, das heißt, das ist nicht irgendwie so eine Newsmeldung oder sowas, das ist keine Quelle, wo dann das Archiv irgendwann nach zwei Wochen wieder verschwunden ist, sondern Aminet, Morphos-Files oder eben Entwicklerseiten, so wie die Seite vom Markt zum Beispiel, wo die Spiele alle in einem Ordner liegen und man sicher sein kann, die liegen da in drei Monaten noch. Gibt es denn auch irgendwie mal eine Ersatzquelle, wenn eine ausgefallen ist? Ja, das mit der Ersatzquelle, das ist noch zu machen. Also im Moment ist das so, dass er diese Quelle nimmt und wenn die Quelle gerade nicht verfügbar ist, dann gibt es keine Ersatzquelle, weil es auch meistens keine Ersatzquelle in dem Sinne gibt. Wenn jetzt Hackseite runter ist, ich weiß nicht, ob die alle im Aminet gespiegelt sind, die aktuellen. Wahrscheinlich eher nicht. Ja, dann hat man dann nämlich schon wieder die Möglichkeit, dass dann ältere Versionen auftauchen. Ich sehe gerade mein. Ich bin auf den Ausschalter gekommen, mit der Clever. So. Ich habe aber vor, zum Beispiel der Crashern ist es, glaube ich, von Morphos Files. Der hat einen Mirror eingerichtet für eben Morphos Files. Und da werde ich dann über kurz oder lang halt die URL über ein entsprechendes Kommando dann mit in die Skripte mit einbinden, dass man halt 1:1 Mirror dann entsprechend verwalten kann. Aber so ist es im Moment dann so, dass dann auch das Problem besteht, weil man bei vielen Archiven nicht mal sagen kann, ist es wirklich die neueste Version, weil entweder Versionsinformationen fehlen oder die Archive nicht eindeutig zugeordnet werden können. Dann kann man natürlich auch nicht sagen, ist es jetzt die neueste Version oder nicht, auch wenn er jetzt nach Datum prüft oder ähnliches. Ne? Ja, also wir jetzt wieder entfernen wollen, das Pushover, weil das gefällt mir dann doch nicht so. Dann sieht man ja auch entfernen, was ich natürlich nicht empfehle. Es ist eindeutig eines der besseren SDL. Ja, schauen wir eben anders rüber. Dann klickt man auf entfernen, dann wird Pushover wieder gelöscht. Das war's, es ist jetzt komplett wieder verschwunden. Ich war mit Absicht vor. Und PowerSDL auch gleich, oder? Nein, PowerSDL ist jetzt noch drauf. Aha. Wenn ich jetzt, ich kann es ja nochmal eben wieder noch mal wieder installieren. Falsches Spiel gelöscht. Nee, ich wollte jetzt eigentlich mal genau den Fall zeigen. Wenn wir nämlich jetzt PowerSDL deinstallieren, kann ich euch die nächste Sache zeigen. Die Suche. Weil ich wollte das Ding nicht nur als Packet Manager verstehen, sondern auch als Software-Repository, wo man halt auch mal nach dem Programm suchen kann. Deswegen hat man auch immer hier oben ein Bild, da man zumindest bei Spielen macht es Sinn, da kann man schon mal grob sehen, worum es überhaupt geht. Das kann man auch größer ziehen noch.
Und man hat hier dann noch Informationen, sofern vorhanden, über die über das Spiel, wenn man, je nachdem wie umfangreich man sich da nochmal lesen, ist meistens der Inhalt des Readmes. Und um diese Suche oder das Rumstöbern in der Software zu vereinfachen, gibt es halt auch eine Suche. Die findet sich da unten, wenn man auf Suchen geht, oder im Kontextmenü. Jetzt suchen wir mal nach was Power SDL. Machen wir nach Power, dann sucht er alles, wo irgendwo Power drin vorkommt. Und da haben wir schon Power SDL, ist installiert. Und wenn wir jetzt sagen, wir wollen das entfernen, dann sagt er uns jetzt, wenn Power SDL entfernt, geht Pushover nicht mehr. Cool. Also sehen wir da mal von ab. Gibt er die Archive alle auf? Das ist in der Konfiguration frei einstellbar. Man kann einen Ordner definieren, wo man die Archive sammeln möchte. Der nimmt sie wahlweise auch automatisch um. Also mit komplett die Versionsnummer im Namen, dass man weiß, welche. Das heißt, wenn du mehrere Updates hintereinander gezogen hast, werden die automatisch mit der entsprechenden Versionsnummer umbenannt. Und im File-Kommentar steht dann noch die Quelle drin. Also wie man es bei den Browsern auch hat. Dass der Dateikommentar die Seite heißt. So, Und die Kategorisierung kommt aus dem Aminet-Pfad, also was weiß ich, Graphics NISC oder was? Ja, nee, das müsste man eigentlich selber, das ist teilweise auch ziemlich tricky, auch die Aminet-Geschichte, es passt ja auch oft nicht. Genau. Und deswegen habe ich auch nicht, habe ich eben schon gezeigt in den Settings, dass die nackt die offen. So, das bei den Faden hier habe ich mich nicht zu viele Kategorien gemacht, weil es passt dann sowieso nicht mehr. Dann kann der nächste, ich will aber gerne Chat und so weiter, dann nur um dann die drei Chatprogramme, die es außer IRC-Clients noch gibt, dann auch wieder mit reinzumachen, das macht keinen Sinn, verwirrt nur. Deswegen habe ich hier nur ein Netzwerk gemacht. Und es ist ja auch nur eine grobe Kategorisierung der Installationspfade, dafür ist es eigentlich nur gedacht. Aber woher wird sie von einem LHA-Archiv aus dem Aminet dann gelesen? Achso, nee, das aus dem Aminet. Der Typ selber hier, der steht in der Datenbank. Und wer stellt die Datenbank zur Verfügung? Die Datenbank, das ist ja der Schlüsselpunkt, ist nicht, wie man das jetzt früher hatte, da muss nicht irgendwie ein spezieller Server sein, wo eine spezielle Software drauflaufen muss. Dafür reicht eine private Homepage, die man sich irgendwo gemietet hat, völlig aus. Man kann theoretisch sogar das Aminet selbst als Datenbank-Host benutzen. Das ist eigentlich nur eine Textdatei, in der alle Einträge drinstehen. Und ich habe das schon in dem Readme so schön geschrieben. Und auch auf der französischen Seite wurde ich gefragt, wie das dann laufen soll. Wenn ich jetzt tot im Stuhl hänge, wer dann jetzt das Projekt weiterführt? Und im Prinzip ist es ganz einfach. Man lädt sich einfach die letzte Version vom Server runter. Und da drin steht dann auch die Verknüpfung, also die URL, auf die Datenbank im Netz, also auf meiner Seite. Das heißt, die ändert man dann um auf die Seite von demjenigen, lädt sie auch an die Stelle hoch. Und schon ist derjenige mehr oder weniger in der Kontrolle. Das heißt, die Leute müssen jetzt quasi diese Datenbank einmalig selbst installieren, in die Programmschublade schieben und danach ziehen sie sich automatisch von der neuen Quelle die Daten. So funktioniert es auch mit allem anderen. Also man kann jetzt die Sachen selbst privat nutzen, wenn man sagt, ich habe jetzt möchte Daten zwischen Rechnern austauschen oder ähnliches, kann man das Ding theoretisch auch dafür missbrauchen, weil es im Prinzip nur ein Server ist, der sagt, da liegen die Daten und also so eine HTTP-Datei, die zieht man runter und... Es gibt aber nur eine Quelle dann, ne? Entweder oder. Nee, du kannst beliebig viele. Also wenn du jetzt sagst, ich möchte jetzt für einen eigenen Pool aufmachen, ich habe jetzt drei Leute, okay, die gibt's ja. Und machen jetzt nur unsere Software und die wollen wir keinem anderen geben, dann machst du eine eigene Datenbankdatei. Das Format ist auch in der Anleitung erklärt. Und du kannst dir die Beispiele nehmen und einfach anpassen. Und dann hat nur Zugriff, wer halt den Link im Netz kennt, auf diese Datei und die eben runterlädt und in seinen Gramm schiebt. Die Leute haben dann Zugriff und die anderen merken gar nichts. Ja, es geht ihnen halt darum, dass man ein bisschen Arbeitsteilung hat. Ja, also es gibt ja nur ein Master, du pflegst deine Liste, aber man könnte jetzt zum Beispiel noch eine zweite Liste machen, die sich mit ganz anderen Dingen beschäftigt und die natürlich von allen Usern dann auch mit gepflegt werden, also sozusagen. Ja, ich habe auch nichts dagegen, wenn man mir die Dinger zuschiebt und ich die da reinbaue. Mhm. Das ist natürlich klar. Ich versuche dann natürlich eine gewisse Qualität zu halten und das steht auch in der Anleitung jetzt explizit drin. Ich habe da so diverse Regeln, die am Anfang vielleicht ein bisschen unsinnig klingen, aber zum Verwalten, wenn man die Texte nachher liest und korrigieren will, dann ist es natürlich sinnvoll, dass bei Rechtschreibung stimmt, dass die Groß-Kleinschrift stimmt von den Geschichten und solche Geschichten. Da habe ich halt Wert drauf gelegt.
Und das erwarte ich dann auch von den Sachen, die dann übernommen werden sollen, weil es macht ja für mich dann auch nur Arbeit, wenn ich die Sachen erstmal kompilieren muss, bevor ich sie dann reinpacken kann. Aber generell ist es so gedacht, dass wirklich jeder, der in der Lage ist, ein Programm von Hand zu installieren, das auch, oder mit der Shell umzugehen, weil im Prinzip ist die Installation und Deinstallation einfach nur ein Shell-Skript, die ich zusammengefasst in einem Datenbankeintrag habe. Mhm. Den kann ich gleich vielleicht nochmal öffnen, kann ich das angucken. Ja, das hat den Vorteil, man kann wirklich einmal so eine Masterliste haben und hat in eben halt nur, wie unter Linux zum Beispiel, diese Multiverse und... Ja, du kannst theoretisch in die Masterliste auch die Unterlisten eintragen, dann würde die Masterliste automatisch wieder die Updates der Unterliste ziehen, okay. Da ist überhaupt kein Limit drin. Also die können sich alle gegenseitig prüfen und updaten. Das ist gut. Das ist, wie gesagt, es ist einfach nur deswegen die Datenbank, die ich jetzt auf dem Ding jetzt habe, die ist jetzt hier auch ja drin. Wo haben wir sie? Ich würde sie jetzt natürlich suchen, aber... Wo haben wir denn? Crunch Database. Das ist jetzt der Eintrag von meiner. Und da prüft er dann halt auf der Seite, ob es neue gibt. Übrigens, das sind jetzt nicht die ganzen Informationen. Hier sind noch ein bisschen mehr versteckt. Man kann also auch die sagen, wenn jemand sagt, ich möchte jetzt wissen, welche Version ist auf dem Server, welche Version ist hier lokal, kann man sich die auch noch zuschalten. Auch die Größe ist auch mit drin. Ja, also wenn ich jetzt, noch ein zu tief, ich will da oben hin. So. Wenn ich jetzt hier die Größe, dann ist halt für Leute, die eine geringe Bandbreite haben, natürlich die entsprechende MUI-Funktion sortieren und so weiter nach Größe, ist alles machbar. Dann Filterfunktionen, habe ich auch viel Wert drauf gelegt. Also man sagt, ich möchte jetzt wissen, was habe ich noch nicht installiert, ich möchte wissen, was ist veraltet. Weil er prüft natürlich auch bei jedem Start, was ist veraltet und gibt da Warnungen aus. Man kann dann auch direkt sagen, wenn man das als Commodity programmiert, dass das Programm beim BW-Startup gestartet wird. Dann läuft das im Hintergrund ohne Fenster los, fängt an zu prüfen und dann kann man sagen, es soll aufpoppen, wenn wenn ein Update verfügbar ist. Oder man kann sagen, ich will es gar nicht wissen, mach einfach. Dann installiert er im Hintergrund einfach die ganzen Updates, ohne dass man da überhaupt was von mitkriegt. Okay, das ist schön. Aber wie gesagt, er macht nichts, ohne dass man es selber sagt. Also das war mir sehr wichtig und das ist mit Sicherheit auch den meisten hier wichtig. Sie wissen, was auf ihrem System zukommt, weil das ist auch beim Paketmanager bei vielen Leuten auch der Grund gewesen, dass es nicht gut ankam. Generell auch, das ist ja schon beim Installer so, dass viele Leute gar nicht den Installer benutzen, obwohl er dabei liegt. Und den Installer-Skript und so weiter startet das Ding hier auch. Ich habe jetzt zum Beispiel wenn wir das Installer-Update installiert, wird auch der Installer gestartet. Das hätte ich jetzt theoretisch auch in das Skript ummodeln können, aber wenn man zu faul ist... Ich meine, wenn jetzt Programme eingetragen sind, die über den Installer laufen. Es ist natürlich wesentlich bequemer, wenn das Skript das selber macht. Das ist also, weil dann ist wirklich nur ein Klick und es ist da. Mhm. Beim Installer, bei den meisten Installern muss man nur angeben, wo will man es hinhaben. Und das hast du dann ja hier schon automatisch vorgegeben. Ach so, okay. Und welches System wird abgefragt im Installer, das macht Crunch auch im Prinzip, weil ich habe die Version auch für OS 4 und für 68K. Die Datenbank ist natürlich deutlich kleiner, aber ich habe immer so Archive gemacht, wo mehrere Binaries drin sind, wie bei YAML, wie Boulder Dash und was war da noch alle für Archive, wo mehrere Programme für verschiedene Systeme drin sind, die werden auch automatisch schon zerpflückt und wenn dann jetzt die OS 4 Version hat, oder die OS 4 Version von Crunch laufen lassen würde, dann würde das im Prinzip auch funktionieren. Sieht nur nicht so gut aus. Ich weiß es nicht. Das müssten wir vielleicht mal mit einem USB-User nachher mal abchecken, wie das aussieht, ob da an der Liste was gemacht wurde. Weil die Listenfunktion von dem alten MUI ist natürlich ziemlich unflexibel, was die Spalten und so angeht. Und das sieht auch dann ziemlich, ziemlich übel aus. Und wenn jetzt im Zuge mit dem neuen OWB da was passiert ist, macht das natürlich schon was her. Und übrigens, ich habe es überhaupt noch nicht getestet unter OS4. Man hat mir gesagt, es würde abstürzen, kann ich nicht sagen, ich kann auch nicht nachvollziehen, wo. Wenn dann nachher jemand mal Zeit und Lust hat, seinen Rechner abstürzen zu lassen, dann können wir das mal in Angriff nehmen. Da braucht man jetzt schon dich für. Dafür braucht man es von dir. Reicht es nicht, wenn du dahinter stehst? Ja, ich kann auch mal einen Blick in die Settings machen, weil... Jetzt habe ich eben schon drüber gesprochen. Bei den Faden nicht eventuell doch noch so 2, 3, 4, 5 frei definierbare irgendwie machen. So, dass man sich da selber noch irgendwo ein bisschen was aussuchen kann, wo man das Ganze hinmachen will. Bringt's nicht, weil die müssen ja auch vorgegeben werden.
Ja, da weiß er ja nicht, wo er die zuordnen soll, weil wenn du jetzt hier Spiele einstellst, werden alle Spiele automatisch da installiert. Und wenn du jetzt das ausdenkst, gibt er für jeden Typ jetzt im Prinzip schon einen Pfad. Das ist natürlich jetzt so eine Sache wie ein Treiber, da gibt es keine Pfade, die man einstellen kann. Oder zum Beispiel Aminet Radio Plugins, da gibt es auch keine Pfade, die sind relativ zu Aminet Radio. Also wenn man jetzt ein Plugin von Aminet Radio installieren würde, würde er sagen, du brauchst Aminet Radio. Dann würde er das gleich mit installieren und dann würde er auch gleich das Plugin in die Schublade von Aminet Radio installieren. Okay. Und deswegen... Ich sehe da jetzt keinen großen Grund, denn das wird nur zu mehr Überschneidungen gehen, wo der eine dann sagt, warum ist das jetzt Grafik? Bei Emulator ist zum Beispiel so ein Grenzwert. Ist das jetzt ein Spiel-Emulator? Ist das jetzt ein Betriebssystem-Emulator? Dann kann man auch schon wieder unterteilen ohne Ende. Und ich dachte, jedes Programm hätte seinen eigenen Code. Ja, das hat es ja auch. Den man eintragen kann. Kann man ja auch. Das ist ja doch immer nur möglich. Also das ist jetzt ja nur die Vorauswahl, wenn ein neuer Typ ist. Wenn jetzt irgendwer ein Programm veröffentlicht mit der Kategorie Netzwerk, dann wird das automatisch hier installiert. Und es sei denn, man installiert hier unten hin und tippt in den installieren nach, den Pfad auf eine andere Stelle, dann wird das Programm da installiert. Oder man hat es schon installiert, dann hat Grunge es wahrscheinlich schon beim ersten Scan gefunden. Er sucht ja am Anfang nach den bereits installierten Programmen. Und wenn man jetzt nicht die Schubladen von dem Programm irgendwie krumm genannt hat, da gibt es einen Experten, der die Schubladen, da sitzt da, der die Versionsnummer in die Schubladen schreibt, also da kann Grunge natürlich dann auch nichts mehr finden. Also, Wonach sucht er denn? Sucht er zum Beispiel die User Startup durch? Oder? Nein, er sucht einfach den Verzeichnisbaum, aber auch nur limitiert. Also ich suche nur nach der Schublade und nach dem Programm da drin. Das heißt, er sucht im Prinzip, wenn er jetzt nach MM Keyboard sucht, sucht er nach MM Keyboard / MM Keyboard. Weil bei den meisten Programmen passt das. Du hast ja immer eine Schublade, die heißt dann M-Player und da drin ist ein Programm, das heißt M-Player. Und das, also in 90% aller Dinger funktioniert das. Und wenn sich die Programmierer daran halten, sind diese Skripts für diese Datenbank auch ziemlich trivial. Zum Beispiel beim Hack braucht man eigentlich nur das ist sehr vorbildlich, was das angeht. Die Archive heißen genauso wie die Schublade, die man kriegt, wenn man es entpackt, genauso wie das Programm, was man startet. Das heißt, der ganze Installationsvorgang ist im Prinzip ein Einzeiler, wo man einfach sagt, mach man einfach. Und wenn Hack jetzt ein neues Spiel rausbringt, muss er theoretisch nur den Namen oben ändern, das Datum, wann das veröffentlicht. Damit, weil man kann ja auch nach dem Erscheinen sortieren, damit man neue Einträge in der Datenbank sichtbar machen kann. Und in dem Fall ist er dann schon fertig. Und das war dann schon die ganze Arbeit für dich. Merkst du, dass er etwas gut zu machen? Ja, die hat Puschowurst. Ich weiß nicht, wann es Essen gibt. Er sitzt so nah. Sucht er den auf allen Partitionen oder wonach? Der sucht auf allen Partitionen nach eben diesem Vorgehen. Also wenn jetzt du das in das Root-Verzeichnis gepackt hast, also wenn jetzt mmkeyboard/mmkeyboard, also die Schublade von mmkeyboard im Root wäre, in Sys würde das zum Beispiel finden. Wenn es in Sys Applications mmkeyboard ist, würde das finden. Wenn die Schublade jetzt heißt, Tischprogramme oder was, weil das so schön Deutsch haben möchte, sucht er auch. Ja, der sucht überall. Bis zu welcher Verzeichnistiefe? Er sucht generell zwei Verzeichnistiefen. Also im Root sucht er und halt in einer Schubladentiefe. Die einzige Ausnahme ist Applikation, weil mal immer viele Leute ja die standardmäßig schon in Applications dann Graphics nochmal wieder drin haben oder sowas. Und bei Spielen, da wird das auch nochmal unterteilt, weil da das gleiche ist, dass die Rollenspiele, Shooter oder sowas noch wieder unterteilt haben. Die würde er dann auch finden. Aber wie gesagt, das ist natürlich... über eine Sache, wie die alten Sachen installiert ist. Im Prinzip muss man nur hingehen und die Programme dann entsprechend renamen, dass sie wieder einen Standardnamen haben und dann findet gar nicht über den nächsten Start auch wieder. Das ist genau das gleiche, wenn ich jetzt ein Spiel in Sys Games habe, würde das jetzt einfach nach Sys ziehen mit Ambient. Wenn ich das Grunge das nächste Mal starte, dann findet er das. Und updatet das dann da. Ich hatte richtig Schwierigkeiten, hier mein System sauber zu kriegen, ohne meine Programme zu entfernen, weil er die immer wieder gefunden hat. Und dann hatte ich die Sachen wirklich so im Weg gefunden, schöne Verzeichnistiefe, dass er die nicht gefunden hat, dann hat er den Quellcode gefunden, dann waren meine Programme trotzdem wieder da. Das war also schon. So, jetzt haben wir hier zum Beispiel beim Start, kann man halt sagen, was soll er machen? Einfache Versionsprüfung, dann fährt er einfach nur, prüft, was ist neu, ist was Aktuelles. Oder man sagt halt aktualisieren, dann macht er direkt die Updates im Anschluss. Fährt dann nochmal durch die ganze Liste durch und aktualisiert alles, was veraltet ist. Fragt er dann nochmal extra nach bei jedem Programm oder allgemein? Also generell, wenn du sagst, alle aktualisieren, müsste ich jetzt sogar überlegen. Also generell fragt er nach, auch wenn du alle aktualisieren machst. Weil dann kommen
kommen diese Einsteller, weil du kannst hier ja die Requests alle abstellen. Wenn du natürlich aktualisieren sagst, ist mir egal, hier, genau da ist es doch, dann fragt er nicht mehr nach. Ansonsten fragt er nach. Mhm. Und fragt er dann, meintet er bei jedem einzelnen Programm? Also er fragt immer nur einmal nach und wenn dann mehrere Programme sind, dann kommt dann auch so ein All, beziehungsweise alle und da klickt man dann drauf und dann macht er den Rest. Aber ansonsten würde er für jedes Programm einzeln nachfragen, wenn man jetzt beispielsweise nicht will, dass PPL beispielsweise nicht aktualisiert wird. Ja, wenn man nicht will, dass es aktualisiert wird, dann hat man immer noch die Möglichkeit, zum Beispiel hier, wenn jetzt ist es ja so ein Beispiel, die Lay Group von Moody ist installiert. Aber steht auf Ignorieren. Das heißt, sie wird schon gar nicht in diesem Update-Prozess beachtet. Mhm. Das kann, man kann im Vorfeld schon sagen, was ich, wenn man genau weiß, die nächste Version ist buggy, die will ich nicht, dann schaltet man die einfach auf Ignorieren, dann guckt er gar nicht mehr nach und ignoriert das Programm komplett. Mhm. Zum Beispiel jetzt bei PowerSDL wäre das jetzt zum Beispiel so eine Geschichte. PowerSDL 14 funktioniert, PowerSDL 15 kann man vergessen. Das ist ja mein Hin und Her bei dem. Ja, aber PowerSDL 15 geht gar nicht. Also da läuft eigentlich nichts mehr, glaube ich, weil die Pfade alle falsch sind. Und dann würde man jetzt einfach die 14 installieren, hier auf Ignorieren stellen und dann könnte man halt manuell gucken, ob die, wenn es eine neue Version gibt, dann wundert man sich nicht später, dass plötzlich nichts mehr geht, nur weil ITX jetzt eine 15 herausgegeben hat, die dann doch nicht funktioniert. Kann man halt manuell installieren, gucken, geht, und wenn es dann nicht geht, dann muss man sich dann das andere Archiv wieder installieren. Kann man in der Liste jetzt 3 oder 4 Programme auswählen und sie in einem Rutsch installieren? Nein, das kann man nicht. Ich weiß auch nicht, ob das Sinn machen würde, weil meistens ist es ja nur die erste Installation, wo man wirklich mehr installiert. Wenn man das System schon vollständig hat, dann ist es ja meistens so, dass man eins dazu installiert oder das, was gerade neu in der Liste ist. Der Aufwand ist natürlich... Wenn man neu aufsetzt. Oder? Ja, wenn man es neu aufsetzt, dann macht es natürlich Sinn, klar, aber ich weiß noch nicht, also theoretisch kann man das machen, das ist vom Programmtechnischen her wohl möglich. Da kommt so eine extra Spalte dazu, wo du einfach einen Haken reinsetzt. Ja, ja, das würde schon gehen. Dann will ich und dann go. Ist nur programmtechnisch ein bisschen, ein kleiner Aufwand ist es, aber das ganze Programm ist auch ziemlich asynchron, weil die komplette GUI bleibt bedienbar während des Updates und des Prüfens und so weiter. Da kann man immer noch in der Datenbank stöbern. Und da muss man schon mal gucken, dass sich da nichts in die Quere kommt, weil es auch mehrere Tasten sind, die gleichzeitig arbeiten. Könnte man stattdessen über die Shell installieren? Also hat das Programm ein Shell-Interface, sodass ich sagen kann, was weiß ich, ich will alle Spiele oder alle Netzwerkprogramme oder sowas installieren, die du findest. Nee, das habe ich jetzt nicht. Es gibt ja schon Rexport, den könnte man dann theoretisch dafür benutzen. Also nur Rexport. Aber ansonsten habe ich mir jetzt darüber noch keine Gedanken gemacht. Ich wollte eigentlich erstmal sehen, dass man das Programm so benutzbar und stabil kriegt, dass es für alle schon mal Sinn macht. Das habe ich schon jetzt mal. Und das war mir jetzt erstmal wichtiger, und die Sachen einzubauen, die wirklich rein müssen. Weil das andere ist jetzt nun, man muss ja nicht drauf warten in dem Sinne. Man kann ja schon die anderen Programme ausprobieren, während er noch installiert oder sonstiges macht. Das ist klar, dass am Anfang, wenn man sagt, 25 Programme installieren will, dass man dann klar installieren, nächste wieder installieren, dann ist natürlich ein bisschen in Anführungszeichen nervig. Ne? Aber das macht man ja eigentlich auch nur einmal und dann ist man. Dann weiß man auch, was man installiert hat. Ich meine, wenn man wahllos Haken setzt, dann hast du nachher die Platte zugemüllt, da hättest du dann auch genauso mit irgendein anderes Bundle installieren können, dass dir alles verhunzt und du halt nicht weißt, was das alles eigentlich ist, was du da installiert hast. Ne? So ist man dann im Prinzip, gerade der Neu-User kann sich dann oben in der Dokumentation, hat dann gezwungenermaßen die Zeit, sich dann durchzulesen, was er denn als nächstes installieren will und was das überhaupt ist und ob er das braucht. Aber ich sag mal, das kann man immer noch machen. Ich habe jetzt hier auch so eine Art... da komme ich gleich noch zu, eigentlich hier in Experten, da kann man noch einiges umstellen. Aber ich wollte mal eben auf den Start noch eingehen. Hier kann man noch so ein paar Sachen konfigurieren. Zum Beispiel am Start sucht er immer nach neuen Applikationen. Dass, wenn man sagt, ich mache jetzt nur noch mit Crunch, dann kann man sich das schenken. Das ist halt dieser Scan, wo er die Platte absucht nach Programmen, die er noch nicht kennt, die er noch nicht gefunden hat oder im Moment nicht findet. Dann nach fehlenden Bildern, dann sucht er jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel temporär eine Seite offline war, gerade als ich das Ding gestartet habe zum ersten Mal, da hat sich ja die Bilder gezogen. Wenn man den Haken setzt, dann sucht er jedes Mal nach den fehlenden Bildern. Das kann natürlich nervig sein, wenn die Seite dauerhaft platt ist. Aber wenn die dann irgendwann wieder online ist, dann hat man die Bilder dann trotzdem drin. Und dann hier ist dann natürlich, wenn man es für den ikonifizierten Start natürlich, ne, wenn man, dass das sich automatisch öffnet. Und ob es sich nach einer Prüfung beenden soll direkt. Dann läuft es gar nicht als Community weiter, sondern findet nichts und beendet sie. Dann ist es dann aber nur, wenn es als Community gestartet wird. Es ist ja generell ein Community. Ja, aber wenn es im WW-Starter gestartet wird.
Und wenn ich so wieder Doppelklick starte, er macht dann macht das keinen Sinn, klar. Aber da ich schlecht abfragen kann, ob es so wie B-Start abgestartet wurde, ist halt hier die Option drin. Hier kann man dann auch mit, ob das gestartet wird und gesagt wird, keine GUI öffnen. Ja, theoretisch, aber das heißt ja nicht automatisch, dass es sich beenden soll oder nicht. Es ist ja wieder kein Beweis für das, was der User will. Deswegen habe ich da eine Option reingemacht, um das sicherzustellen. Hier temporäres Verzeichnis, also die ganzen Installationsskripte nutzen nur dieses Verzeichnis. Das ist auch wichtig, weil zum Beispiel auf EFIKA das RAM natürlich begrenzt ist. Da kann man dann sagen, direkt sagen, die Festplatte nehmen, trägt man das SYS ein und dann läuft das. Der müllt auch nicht die Platte zu, also es wird immer in dem temporären Verzeichnis noch ein Ordner erstellt, bevor er dann die Sachen da reinpackt. Also man kann nicht seine Systempartition ruinieren, indem man da jetzt SYS einträgt. Herunterladen, das wäre dann halt die Frage von eben mit der Download-Schublade. Da würde er jetzt alle Archive sammeln. T ist natürlich nicht der ideale Punkt zum Sammeln, aber... Nein? Nein, man sollte auch nicht die Backup in die RAM-Disk machen. Ich weiß das. Ja, und hier sind dann auch so die Kleinigkeiten, ob man die Archive behalten will, ob man die nach der Installation, löschen soll, ob man die umnennen soll, eben mit der Version im Namen, sonst heißen die dann halt alle, was weiß ich, Ambient, LAH und wie sie immer im Aminet heißen, und ob man den Kommentar setzen soll. Ja, das Bufferverzeichnis ist jetzt für die Bilder, die er runtergeladen hat, das ist jetzt so der alternative Server, den kann man eigentlich unverändert lassen, das ist, wo Bilder für die Datenbank vorliegen, wenn sich einer die Mühe gemacht hat. Pfade hatten wir schon, Meldung hatten wir auch. Log und Debug ist eigentlich fehlerhafte Datenbank. Denn wann dieses Log, hier unten ist ein kleiner Knopf, der jetzt, da ist er doch. Da wird eigentlich alles aufgeführt, was er jetzt so gerade gemacht hat. Kann man dann sehen, was es nicht installiert, er prüft, was er gemacht hat. Und da kann man halt einstellen, wann er sich automatisch öffnen soll, dass man gleich mitkriegt, ach, da hat irgendwas nicht funktioniert, da ist ein Server offline, dass man sich da nicht wundert. Und das ist jetzt für die Entwickler, vielleicht auch für einige User interessant. Wenn man das startet, dann öffnet sich eine Shell, die genau die ganze Ausgabe macht, was gerade während der Installation macht. Das ist im Prinzip das Installationslog, wenn man so will. Ja, und bei Experte, da kann man halt vom Netzwerk noch die Timeouts einstellen, wie die Filtermodi hier in der Liste aussehen sollen. Kontrolltasten, das sind hier diese Knöpfe und die Pfadeinstellung hier unten drunter. Die kann man komplett abstellen, wenn man das möchte. Ich kann das mal kurz machen. Dann hat man, wenn das Log jetzt auch noch zumacht, nur noch die Liste. Und die Funktionen stehen alle hier zur Verfügung. Also das ist dann halt für die Leute, die dann etwas erfahrener sind und wissen, dass es ein Kontextmenü gibt. Die finden dann hier auf. Und da gibt es dann auch so Funktionen wie Ordner öffnen. Da man muss also jetzt nicht, wie das jetzt schon öfter gesehen habe, ich Simo hat es auch am Anfang gemacht. Ich habe es jetzt installiert nach Applications, dann ist er hingegangen, Ambient, Applications, sich durch den Verzeichnisbaum geklickt. Braucht man dann alles nicht. Man geht dann einfach hin, wählt dann hier das Installationsverzeichnis aus, sofern es dann Sinn macht. Und es liebt, habe ich denn hier was drin, was ein Verzeichnis hat? Ja, du hast doch eben noch das super Spiel. Tomatoes müsste doch noch da sein, ne? Suchen wir das doch mal eben wieder. Und dann, ja. Ne, ist nicht installiert, ist wieder weg, tatsächlich. Pitfall war das doch, oder? Hm? Ja, das war nicht Tomatoes, stimmt. Das war, Pushover, oder? Pushover, genau. Pushover, also genau. Komm jetzt. Ein Tattrigen irgendwie. Oder feuchte Hände. Oder beides? Oder beides. So, genau, Pushover. So, das ist installiert, genau. So, jetzt kann man hingehen und einfach, rechte Maustaste, dann gibt es die Verzeichnis öffnen und dann ist man direkt da, man muss nicht durch den Verzeichnisbaum durch. Das wäre auch noch so ein Aspekt, ne? Dass man vielleicht noch eine Möglichkeit hätte, das Ganze unten in diese Icon-Leiste reinzubringen. Ne? Automatische Geschichte. Ja, das können wir natürlich noch machen, klar. Also das wäre dann im Prinzip, diese ganzen Skripte haben auch so Support-Funktionen drin, die auch das Leben der Entwickler, die diese Datenbank dann Datenbank-Einträge machen, sehr vereinfachen. So kleine Makros, die dann vom Ranch intern wieder in große Shell-Konstrukte ersetzt werden. Da gibt es zum Beispiel auch so eine Sache wie WB-Startup-Icon machen. Wenn man jetzt ein Community installiert, zum Beispiel Wetter, dann hat man immer das Problem, wenn man das Ding in die WB-Startup direkt reinzieht, dann hat man das Programm mit verschoben, dann müsste man theoretisch nur das Icon verschieben.
Und das müsste man dann wieder mit dem Pfad einsetzen. Kann man sich alles sparen, macht Grunge alles selber. Wenn man es installiert, hat man zwei Icons, nämlich eins mit Unterstrich WB-Startup. Das nimmt man einfach, zieht es in die WB-Startup und damit ist es dann installiert. Man braucht nichts ändern. Pfade, alles wird schon gemacht. Und das wird auch schon über Makros gemacht. Also wenn man sich an diese Namenskonvention hält, klappt das natürlich nur. Dann ist das also für den Macher selbst nur wirklich nur ein Kommando, machen wir WB-Start-Icon und dann ist das da. Da muss man nicht groß nachdenken, das funktioniert dann auch, das funktioniert allen. Und wenn ich dann irgendwie eine Idee habe, wie man an der Stelle noch was verbessern kann, betrifft das automatisch alle Skripts und wir profitieren alle davon. So. Ja, an wen kriegen wir jetzt noch starten? Ja, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich dann noch die Taste benutzen kann. Das ist bei den SDL-Spielen hier mit dem. Das spielt ja. Also ich habe das getestet, bei Tomatoes geht es nicht, da kann ich mich gar nicht mehr bewegen, dann ist die Tastatur weg. Guido, ich würde vorschlagen, du wolltest ja noch mehr zeigen, ne? Dass, wenn jetzt noch Fragen sind, dann sollen die nachher zu dir kommen, weil jetzt haben wir schon eine Dreiviertelstunde nur für Grunge. Ja. Okay, dann können wir gleich zum nächsten übergehen und das machen wir dann sinnigerweise auch eben hier mit. Ich hoffe, das funktioniert, sonst haben wir gleich ein Problem. Und zwar Magic Beacon. Das ist ein Notification Manager. Jetzt werden sich natürlich einige sagen, ja, was mache ich damit? Das ist eigentlich ein Programm, mit dem man, wie soll ich es formulieren, Systemereignisse oder Programmereignisse visualisieren kann. So kann man es vielleicht am besten umfassen. Und also jetzt habe ich die Log-Funktion, das wäre jetzt diese Log, die habe ich eben aktiviert, deswegen sieht man das hier. Und das ist jetzt quasi jetzt live installiert, das war jetzt hier auch nicht drauf. Da ich das Spiel wieder, Verzeichnis öffne von Magic Beacon, da ist es. In diesem Fall jetzt eine Installation, die kein eigenes Verzeichnis hat. So, das ist jetzt als Commodity installiert, das heißt beim ersten Mal passiert nichts, beim zweiten Mal passiert auch nichts, das sollte nicht passieren. Da ist es doch. So, es ist ein Ereignismanager, der Eingangsinformationen verarbeitet, also in diesem Fall, ich habe jetzt immer so ein paar Beispiele, das sind auch die Beispiele, die man kriegt, das war jetzt eine frische Installation, das ist jetzt so, das kann man alles löschen. Wenn ich jetzt meine Kamera anschließe oder eine DVD anschiebe, ich glaube, das mit der Kamera lassen wir jetzt mal weg, das müsst ihr mir jetzt mal glauben. Wir müssen ja ein bisschen Zeit aufholen. Wenn ich jetzt meine CD einlege, dann wird da direkt MPR gestartet. Zum Beispiel. Man kann also auf entsprechende Pfade reagieren und Laufwerks einlegen. Also zum Beispiel jetzt, in dem Fall wird jetzt geprüft, ob auf dem Medium, was gerade eingelegt wurde, diese Video-TS-Schublade existiert. Und wenn die existiert, wird das Ding als DVD angesehen und das kann man halt in Grunge einfach eintragen. Das ist eine, in Magic Beacon eintragen und ja, wie man sieht, geht. Dann Entschuldigung, der Lauftext da oben in der Leiste eben, CD0. Achso, ja, das, der Text damit zu tun. Ja, der hat auch schon, das ist jetzt auch im Prinzip auch so ein Ding, das ist der Ticker. Man kann es halt visualisieren als Bubbles, okay, als Ticker oder man kann halt ein Programm starten, wie jetzt eben in M-Player. Und das natürlich in beliebiger Kombination auf verschiedene Ereignisse. Man kann jetzt auch theoretisch das noch mit dem Ton unterlegen, dass wenn man das Laufwerk auswirft, dass er nochmal Piling oder was abspielt. Da ist also keinerlei Grenze gesetzt. Grunge wird auch schon direkt unterstützt. Also wenn Grunge jetzt im Hintergrund arbeitet und findet ein Software-Update, dann würde jetzt im Prinzip sowas passieren. In diesem Fall jetzt. Und wenn man dann hier draufklicken würde, würde dann auch automatisch Grunge nach vorne kommen. Und die sind auch wieder komplett frei einstellbar. Und man kann auch selber Sachen, zum Beispiel Yum, wenn eine neue Mail kommt oder sowas, alles was irgendwo ein Shell-Befehl oder ein Rex-Befehl auf dem Ereignis starten kann, kann man damit einbinden. Das ist natürlich optimal, wenn ein Programm selbst dann schon so Magic-Beacon-mäßig unterstützt. Ist auch ziemlich einfach, da liegen Beispiele bei. OWB zum Beispiel kann es schon, also man kann jetzt hier direkt, wenn ein Download von OWB fertig ist, kann man direkt eine Bubble aufmachen lassen oder sich einen Lauftext machen. Ich habe das öfter, ich lade die ganzen Sachen in die RAM runter, wenn ich den Rechner resette, da frage ich mich, wo die Sachen sind. Ähnlich wie mit den Backups. Und ja, das ist halt im Prinzip ziemlich einfach gehalten. Es gibt sogenannte Beacons, das ist jetzt in diesem Fall Update Available. Und das ist hier die Quelle, das kommt von Grunge. Das heißt, in diesem Punkt verbunden. Das ist im Prinzip das, was man wissen muss. Das steht dann in der Anleitung von den Programmen, wenn die es haben, wenn sie direkt unterstützen. Ansonsten kann man die auch, wenn man diesen Shell-Befehl Send Beacon, da kann man die Sachen dann auch selber erfinden. Da gibt es keine spezielle Vorgabe.
Und ja, wenn ich jetzt zum Beispiel bei Mail, zum Beispiel gibt es jetzt Simple Mail und es gibt YAML. Da macht es natürlich jetzt mit dem Programmnamen davor keinen Sinn. Deswegen kann man jetzt der Programmname komplett egal. Wenn ich also jetzt statt Update Available dann New Mail reinschreiben würde, würde diese Bubble erscheinen, wenn es eine neue Mail in Simple Mail oder in YAML gibt. Wenn es jetzt wahnsinnig gibt, die beide Programme gleichzeitig benutzen, mit zwei verschiedenen Mail-Accounts zum Beispiel, dann kann man gezielt noch sagen, ich möchte dieses Notifications eben nur mit Simple Mail haben, dann heißt es dann halt simplemail.newmail oder yum.newmail. Und dann würden verschiedene Ereignisse getriggert auf, von den beiden Programmen. Und was man dann macht, wird dann halt auf diese Aktionsgeschichte eingestellt. Man kann halt sagen, Programm als Workbench starten, als Shell, wie man das halt bei anderen, die das anderen kriegt. Magic Action, das ist ein anderes Projekt von mir, da gehört das eigentlich noch mit zu. Das ist aber noch nicht fertig. Ticker, das ist dieser Titelzeile, wenn ich das jetzt ändere, dann kommt das Ding auch wieder da oben. Wie man sieht, da verschwindet dann auch wieder. Das kann man auch einstellen, ob das dauerhaft da bleiben soll oder ob es nur beim, also ab dem ersten Mal einblendet und dann nicht wieder verschwindet oder ob es generell nach der letzten Message, der sammelt die auch. Die können sich auch überholen, man kann also die Wichtigkeit auch einstellen, dass dann irgendeine ganz wichtige Meldung eine andere verdrängt und die wird dann nach hinten gehängt wieder. Wenn ich mir so die Admin-Streamleiste anschaue, kann man die hier auch weitermachen? Ja, die Lösung heißt 24-Zoll-Bildschirm. Meine Ding ist normalerweise irgendwie viermal so lang, diese Scrollleiste. So, und das ist jetzt aber, im Prinzip ist es wirklich nur, man muss hier was eintragen, die Sachen kann man auch direkt auswählen, dann kann man auch sehen, was es noch gibt. Zum Beispiel Media-Pfad, das ist halt ein Pfad auf irgendeinem Medium, was sich geändert hat. DOS Notify, das ist also das ist die Datei, die sich irgendwo geändert hat. Mediafile und Mediafile ist eine Datei auf einem Medium, wie jetzt zum Beispiel diese Video-TS-Schublade auf der DVD. Das wäre dann ein eingelegtes Medium. Also Medium wird eingelegt und darauf befindet sich eine Schublade. Zum Beispiel jetzt bei der Kamera ist das auch gemacht. Wenn ich da, das sieht man auf Mediafile. Dann wird geguckt. Ups, ich muss mal zumachen. Wenn man die Kamera anschließt, guckt er, ob da DC ist und danach drin nochmal ein Ordner drin ist. Und dann öffnet er diesen. Das heißt, das sind ja dann immer die Bilder. Jeder, der die Kamera hat, weiß das. Und das heißt, Ambient würde direkt in dem Fall, weil die Aktion hier hinten open ist, direkt ein Fenster aufmachen und direkt die Bilder anzeigen, wie man das unter Windows und Co. auch kennt. Das ist also mehr oder weniger der Nebeneffekt, der dann noch zustande kommt. Dieses Programm war eigentlich nur gedacht, um Magic Action Skripte mit irgendwelchen Ereignissen zu verbinden. Und das ist dann nachher immer noch ein bisschen gewachsen. Und ja, Voreinstellung ist im Moment hier nur der Expertenmodus. Da wird es nämlich hier ein wenig voller. Gerade die Leute, die dann sagen, ich möchte doch ein bisschen mehr einstellen können. Dann haben wir nämlich hier die Blasen, da gibt es dann hier Skins und alles zum Erbrechen. Und das ist schon gut hier. Genau. Und jetzt habe ich jetzt mal einen anderen von Bosch hier ausgewählt. Die meisten hat hier der Jochen reingebaut. Font kann man einstellen und die Texte, wie gesagt, sind auch frei. Und das sind halt immer die Ereignistexte, die vom entsprechenden Sender kommen. Bei YAML ist es zum Beispiel angehalten, dass dann der Absender ist. Dann kann man da schreiben, neue Mail von %M eingetroffen. Und dann würde da automatisch neue Mail von Jochen Rhein eingetroffen, was auch immer. Bei anderen Events gibt es dann halt, ja, zum Beispiel Systemspeicher knapp, ist auch eine systeminterne Geschichte. Bei CD0 wird dann das Laufwerk, das hat man glaube ich eben auch gesehen, da stand da CD0, im CD0 wurde Medium eingelegt, das heißt dann entsprechend CD0. Dieses Pattern ist im Prinzip nur, das Eingangsding bekommt immer einen Text mit und diesen Text kann man halt dann in einer Aktion weiterverarbeiten. Klingt jetzt erstmal kompliziert, ist es aber eigentlich gar nicht. Also, wenn man das Ding konfiguriert, da erscheint jedes Mal eine Bubble in der Ecke, wenn irgendwer im Chat seinen Namen nennt oder irgendwie sowas, dann wird er direkt auf dem anderen Screen hingewiesen. Und ich finde, das ist sehr, gerade bei OWB zum Beispiel sehr praktisch, wenn man auf einem anderen Bildschirm arbeitet und auf einen längeren Download wartet und plötzlich geht dann die Bubble auf und man weiß, ach, jetzt kann ich da weitermachen. Und sonst hat man dann irgendwie anderweitig die Zeit vertrödelt und ja, den Download komplett vergessen in dem Sinne. Ne? Ja, auch die Dauer kann man einstellen oder auch wenn man sagt, ich möchte das an einer festen Koordinate haben, ist alles machbar. Jetzt machen wir es mal so, dann ist das gleich rechts unten. Und wenn ich jetzt drauf drücke, erscheint die da und die nächste gruppiert sich dann auch automatisch. Ja, also ich hatte, dass das Magic Beacon, das Grunge Amok gelaufen ist beim Programmieren und plötzlich alle Programme als veraltet erklärt hat und der ganze Bildschirm sich gefüllt hat mit den Bubbles.
nicht geplant. Ja. Und die verschwinden nach der Zeit wieder, oder? Ja, du kannst einstellen, direkt wie lange die da bleiben sollen. Also heute wird schon nach einer Stunde wieder sauber. Oder halt, wenn du sie anklickst. Man kann also auf die Ereignisse, wie das Programm das unterstützt, kann man dem Programm, das die Bubble erzeugt hat, noch eine Antwort schicken. Also wenn ich jetzt hier mit der linken Maustaste draufklicke, bekommt er quasi ein OK und die rechte ist mehr oder weniger ein Cancel. Wenn wir nichts machen, bekommt er sogar ein Ignore. Dann kann man also als Programmierer von einer App, die das unterstützt, sein Programm mit verfolgen. Zum Beispiel, wenn OVB jetzt dieses neue Feature unterstützen würde, also der zeigt im Moment nur die Bubble in eine Richtung an. Beim Anklicken verschwindet die, aber es passiert nichts. Weil Grunge zum Beispiel, wenn man draufklickt, wird Grunge aus dem Iconify geholt, wenn man mit der linken Maustaste draufdrückt. Weil man dann ja quasi gesagt hat, ich möchte da Informationen drüber. Wenn man mit der rechten Maustaste draufklickt, dann sagt man ja, ich will nicht. Und dann verschwindet die Bubble und es passiert gar nichts. Dann wird man in Ruhe gelassen. Wenn man die Bubble gar nicht betrachtet, dann verschwindet sie auch einfach und es passiert im Normalfall auch nichts. Und das sollte dann ja eigentlich schon fast alles gewesen sein. Das ist vielleicht noch eine kleine nette Geschichte. Autorun unter Windows kennt jeder, wie nervig das auch immer sein mag. Kann aber, wenn man es selber konfigurieren kann, sehr praktisch sein. In diesem Fall ist das jetzt mal so ein Beispiel gewesen. Wenn auf einer Datei auf einem Medium eine Datei morphos.autorun drin ist, dann wird die mit execute gestartet. Da kann man sich, ne, man kann den Namen ja selber definieren, deswegen kann das nicht passieren, dass man irgendeine CD einlegt. Dann kann man sein, was ich, Backup-Laufwerk oder was nehmen, dass die Datei da drauf und da sein Backup-Skript reinmachen. Wenn man das Medium anschließt, wird automatisch das Backup gestartet. Wie ein Programmierer aufgebaut. Ja, das ist ja der Witz ist ja, es geht ja nicht. Also, du musst ja den Namen, gibst du ja selber vor. Wenn du da dann. Ja, genau, mal. Ich muss allerdings jetzt zugeben, einige dieser Funktionen. Ich bin jetzt nicht ganz auf dem Laufenden, welche das waren, aber einige dieser Funktionen sind in den Dateisystemen, die wir im Moment haben, noch verbuggt. Da bin ich auch erst drauf gekommen, als ich das irgendwie Anfang des Jahres gebastelt habe. Also, es kann passieren, dass die den Disk-Change nicht hundertprozentig erkennen, gerade bei den USB-Medien. Da sind die Dateisysteme dran schuld. Das ist aber alles schon gefixt, also mit 3.0, also spätestens Dezember funktioniert das voll. Dezember? Ja, ist ja angesagt, Dezember. Auf fast 3.0. Das war der angesagte Termin, offiziell. Steht das auf der Seite, oder? Nee, das war bekannt gegeben in Essen. Wer in Essen war, weiß es. Ein Essen. Da war doch das Morphos-Team auch anwesend. Ja. In großer Personenzahl. Oder wer bei Guido war. Dieses Wort, ja. Oder hier, ja. Ich wollte sagen, oder hier. Ist ja auch Mindestsicherung Bastet aus. Das ist ja die Datei, die heißt jetzt ja nur Morphos Autorun. Ich kann ja jetzt hier diesen Eintrag anwählen. Und jetzt kann ich hier irgendeinen anderen reinschreiben. Das kannst du da ja Hacks Backup reinschreiben. Und dann geht ja nur noch auf die Datei Hacks Backup. Es ist also jetzt nur der Name, war jetzt einfach nur von mir gewählt. Als Beispiel. Die in der Mediadatei, wenn er die findet. Genau, wenn er jetzt diese Datei findet, wird die executed. Und jetzt natürlich, klar, ja, diese Datei als Beispiel wäre natürlich jetzt ziemlich blöde, wenn du da dein Formatskript damit konfigurierst. Ja, genau, das meine ich. Ja, aber der Witz ist ja, es ist ja nur der Name, den kannst du ja frei wählen. Der ist ja nicht vorgegeben, wenn du da jetzt Hacks Backup reinschreibst, dann wird mit Sicherheit keiner auf die Idee kommen, außer jetzt vielleicht, als aufgenommen wurde, eine Autorun-Datei zu machen. Und selbst wenn, dann würde das Backup halt übers Netz übertragen direkt. Zum Virenprogrammierer, ja. Genau. Und aber das ist einfach die Festplatte Gülle. Und das sind, wie gesagt, alles nur die Standard-Default-Einträge, die kann man komplett löschen und neu anlegen. Da, wenn man neu anlegt, einfach zack, Insert Media, dann gibt man hier noch an, da steht auch direkt Gerät, da schreibt man dann CD0 rein und dann kann man hinten die Aktion, was soll man machen bei CD0 und dann läuft das über 7 Mal. Okay. Kannst du da nicht irgendwie so eine Sicherheit irgendwie einbauen, dass da nicht irgendwie ein Mount-Befehl oder Formatbefehl eingetippt werden kann? Das wird ja jetzt auch gar nicht. Also in diesem Fall, du bestimmst ja, was passiert. Das ist ja komplett frei. Also die ganze Liste und die ganzen Dinger, die da drin sind, die kannst du komplett löschen. Das sind jetzt nur die Beispiele. Und ich habe das jetzt Morphos.autorun gesagt, weil man sieht, wofür es gedacht ist als Beispiel. Wenn du die Zeile entfernst, dann passiert nichts. Ich meine, so Sicherheit, nicht, dass einer am Weg kommt, wenn er die ganze CD einlegt, dass er die Festplatte löscht oder was. Gut, dann muss er das ja selbst konfiguriert haben. Wenn er die CD bei dir einlegt, passiert ja nichts. Ich würde zumindest das rausnehmen, weil ein Schelm, der böse ist, dabei denkt, aber wenn ich weiß, was standardmäßig in dem Programm diese Zeile drin ist. Ja.
Na gut, das ist natürlich wohl wahr, dass man die standardmäßig, dass die da nicht ungünstig ist, das ist... Oder deaktivieren. Die Beispiele wollte ich sowieso nochmal überarbeiten. Ich habe da so ein bisschen angepasst, die sind auch noch nicht... Kann nicht man die nicht das ist von hier ein System, wo sowas ausgenutzt wird. So Daten vor, aktiv, nicht aktiv. Dass man dann zum Beispiel sagen kann... Deaktivieren. Hab ich wohl, klar, aber als Aktionstyp hier, keiner. Ja, dann muss er ja deaktivieren. Ja. Ja. Speichern, bleibt das trotzdem gespeichert, was eigentlich ist? Ich glaube ja. Das sind die Programmiererfragen. In der Hand. Ja, das wäre es jetzt im Prinzip so. Das wäre ja auch so eine Sache, dann einfach haken, deaktivieren. Ich sag mal zu. Ich habe hier schon diesen Expertenmodus eingebaut, weil die Leute mir schon gesagt haben, es ist viel zu viele Optionen. Deswegen ist dann hier so diese abgesteckte Variante hier drin. Und ich denke mal, dass es eigentlich recht übersichtlich ist, wenn man einmal das Prinzip verstanden hat von Eingangsereignis und Ausgangsaktion, dann ist eigentlich klar, wie es funktioniert. So, das wäre es eigentlich, wenn ich jetzt noch Zeit habe, weiß ich nicht. 10 Minuten hast du noch. 10 Minuten habe ich noch? Noch 1,5 Stunden da, guck mal. Speicher gerade voll. Ist die Speicher gerade voll? Ja, da muss ich sowieso jetzt an den Rechner selber setzen. Und zwar möchte ich noch ein Feature zeigen in Morphos, das in den letzten, ja eigentlich mittlerweile Jahren eigentlich drin ist, aber ziemlich verkannt wurde. Und zwar, weil es eigentlich für die meisten Leute keinen Sinn macht. Und zwar die Unterstützung von mehreren Grafikkarten in einem Morphos-System. Und das möchte ich heute jetzt mal zeigen und deswegen habe ich die Mini mitgebracht, weil der kann ja keine Grafikkarten, zusätzlich. Und da kommt dann das nächste Feature zum Tragen von Morphos, man kann virtuelle Grafikkarten einbinden. Und das kennen nämlich die wenigsten. Und es funktioniert im Prinzip ganz einfach. Man muss eigentlich nur den virtuellen Grafikkartentreiber aktivieren. Der befindet sich in der MOSFET Storage standardmäßig. Den habe ich jetzt natürlich schon rausgenommen. Und den zieht man einfach aus MOSFET Storage in MOSFET Monitors. Und dann kann man in den Einträgen die Auflösung eintragen, die diese virtuelle Grafikkarte kann. Das ist eigentlich ziemlich trivial, sag ich mal. Ich kann das mal eben auch machen. Das ist Devs Monitors. So, da ist jetzt hier dieser virtuelle Eintrag. Den zieht man aus Storage hier rüber. Dann macht man hier Informationen. Und dann sollte, das wird ja daneben gedrückt. So, und dann muss man eigentlich nichts anderes, diese Zeile, die kann man direkt markieren. Und schon hat man einen Bildschirm definiert, 1024x768. Also, ist eine ziemlich gescheuerte Grafikkarte, die halt nur diesen 1 Remote kann in diesem Fall. Aber man kann natürlich beliebig noch hinzufügen. Und dann speichert man und dann ist es im Prinzip wie bei jeder Grafikkarte, wenn man Screen Mode erstellt, einmal neu startet und dann taucht die ganz normal in den Screen Modes auf. Dann hat man in den ganz normalen System Screen Mode Einstellungen eine Grafikkarte drin. Ja. Screens virtuell. Und wenn man jetzt reinklickt, dann sieht man, die kann jetzt genau diese beiden Auflösungen. Und wenn man das jetzt aktiviert, benutzen. Jetzt nehmen wir das, ich habe das nicht mit dem Yala Pendum gemacht. Das ist das neue Brennprogramm von Morphos 3.0. Wenn wir das jetzt mal nehmen, Datenbank, verschieben wir das auf den virtuellen Bildschirm. Ja, das ist natürlich dumm gelaufen, weil der virtuelle Bildschirm ist natürlich virtuell. Ja, und man sieht auch, jetzt kann man links aus dem Bildschirm rausfahren. Weil der Bildschirm jetzt virtuell links ist. Wenn man jetzt einen zweiten virtuellen Bildschirm macht, wird er auf der rechten Seite eingehen. Da könnte man rechts aus dem Bildschirm auch rausfahren. So, jetzt mal, wie machen wir ihn sichtbar? Ich bin in VLC. Ich glaube, ich habe ihn jetzt angewählt. Das müsste ja auch die GUI auch machen, ja. Wir nehmen jetzt VLC. Und nehmen halt jetzt irgendeinen Rechner, irgendein Handy, was auch immer. Und nehmen den als VLC-Client. Könnte man dann auch, wenn man jetzt zum Beispiel eine Grafikkarte, die zwei Ausgänge hat, auch dann für den Grafikkarte ausgeben? So, und da ist jetzt der Yala Pendum wieder auf dem zweiten Bildschirm von Morphos. Ich benutze das sehr gerne, ich habe da mein Chat-Bildschirm drauf und mein M-Player, Audio-Player, also Video kann man natürlich vergessen über VNC, aber ich habe dann mein Chat da drauf und mein M-Player, Musik, da kann ich halt per Tippen die Tracks wechseln, weil das ist ja auch, funktioniert ja in beide Richtungen in diesem Fall. Und wenn ich dann mal irgendwie zum Frühstück gehe, dann nehme ich halt meinen Chat-Screen einfach mit. Weil WLAN makes it possible, ne? Also das ist, wie gesagt, das ist der... Ich will hier vorhalten, kann man das hier irgendwie... Ja, direkt das wieder rüberziehst, dann erscheint das wieder auf diesem
Ja, wenn ich jetzt hier angeben würde, wenn ich jetzt über das Pop-up, das kann ich jetzt natürlich leider nicht visualisieren, wenn ich jetzt sagen würde, Jump to Screen Ambient, was natürlich jetzt mit meinen Fingern auf diesem Bildschirm in der Größe, weil Ambient ist ja nicht für ja, Touchen geeignet. Aber wenn ich jetzt das Programm beenden würde, dann wäre ja nichts mehr auf dem Bildschirm drauf und dann würde das auch verschwinden, ja. Dann macht er den Bildschirm wieder zu und dann kann man auch links nicht mehr raus. Das ist halt so ein kleines Beispiel. Bei Power Macs mittlerweile kann man ja zwei Bildschirme benutzen, also zwei Grafikkarten, so wie ich das gehört habe. Ich weiß nicht, wer schon ausprobiert hat. Ich habe schon probiert, ja. Ja, muss man auch eine Voodoo nehmen, oder was? Ich weiß es nicht. Ja, ich hatte jetzt nur eine Voodoo da. Aber da müsste ja theoretisch auch Radeons gehen, oder? Nee, zwei Radeons gehen nicht. Also steht das wegen dem Minute, ne? Ja, nein, es ist nicht wegen dem Minute, sondern weil es die gleiche Karte ist. Erkennt ihr, dass das eine zweite Karte ist mit dem gleichen Treiber? Ja. Auch auf jeden Fall, wie gesagt, mit dem virtuellen kann man halt so ein paar Spiele reinmachen, um... es ist ursprünglich gedacht worden, dass man dann EFIKA ohne Grafikkarte betreiben kann. Aber ohne Grafikkarte kann Screen und ohne Screen keinerlei Programme, die Fenster haben. Und darum wurde der virtuelle Treiber ursprünglich geschrieben. Und das Schöne ist auch, wenn man jetzt hier mehrere Bildschirme hätte, könnte man durch diese Bildschirme blättern, aber dieser virtuelle würde jetzt ja nicht auftauchen, weil er ein eigenes Anzeigegerät hat. Und das ist dann also sehr praktisch und der stört dann auch nicht mehr. Nett. Ist der VNC-Server jetzt dann bei MorphOS dabei oder ist das, geht das mit jedem VNC-Server? Oder? Das ist jetzt eine von mir gepatchte Version, die auf einen Bildschirm sich einschießt. Weil normalerweise würde er immer den vorderen zeigen. Das hätte diesen Bildschirm über die Mirror. Wenn ich rüberfahren würde, hätte man im Prinzip den anderen nur noch. Also man braucht eine spezielle Version von VNC-Server dafür. Ja, die kann ich aber zur Not dann verteilen. Das ist nicht das Problem. Okay. Wenn da Interesse dran besteht. Ja. Das ist auf jeden Fall, da wird einfach nur, der packt alles auf die Party. Da muss einfach nur ein Pub-Screen-Name gesetzt werden und dann mit dieser Bildschirmname, also in diesem Fall jetzt, wie man gesehen hat, dieser Virtual, der wird dann automatisch immer rausgegeben. Also wenn ich jetzt noch einen zweiten Rechner zum Beispiel habe mit Linux als Beispiel, dann könnte ich mir jetzt, wenn mein MorphOS, also mein Mac Mini mit MorphOS läuft, dann könnte ich mir halt meinen Screen von MorphOS über VNC auch mit auf den Linux draufholen. Genau. Zum Beispiel parallel. Ja, dann hättest du dann zwei Bildschirme. Du kannst, wie gesagt, mit der Maus hin und her fahren zwischen den Bildschirmen, als wenn, es ist halt nicht wie bei Windows, dass es dann eine, du kannst es nicht vergrößern oder sowas, es ist halt wirklich nur, dass du einen Bildschirm hast, den normalerweise hintereinander liegen würden jetzt. Den kannst du jetzt quasi wirklich physikalisch daneben legen, durch eine virtuelle Grafikkarte. Und das sind halt so zwei so Sachen, die bislang eigentlich immer untergegangen sind. Gerade durch diese Grafikkartengeschichte mit den zwei verschiedenen Typen. Und das funktioniert auch sogar mit dem EFIKA noch recht gut. Also die Systemauslastung bei so einem zweiten Bildschirm, die ist minimal. Und man konnte ja auch auf dem Screen eben sehen, das habe ich beendet, dann, dass die Auslastung und so Taskleiste, die Uhr auf dem Screen und so, das lief ja alles ganz normal durch. Der Mauszeiger hüpft ein bisschen, aber das liegt jetzt daran, dass ich da jetzt eine kostenlose App genommen habe und weil ich halt eine haben wollte, die auch den Mauszeiger anzeigt und ich hatte jetzt keine Lust, da alle durchzukaufen, nur um eine zu finden. Und die funktioniert halt gut, kann man nicht meckern. Ja, wie gesagt, wenn da noch Fragen sind oder Kommentare. Ach ja, was Geschichte in den letzten Jahren immer war, wann die Software rauskommt. Das leidige Thema gleich vorwegzunehmen. Ich bin ja da immer so ein bisschen pedantisch und möchte da nicht irgendwie einen Schrott abliefern. Und habe mir da so mein Ziel gesetzt, das erreicht werden muss. Und das habe ich leider nicht geschafft. Ich habe es ein bisschen übertroffen und deswegen finde ich, sobald ich wieder einen Rechner hinten aufgebaut habe, fließt die Sachen ins Aminet und dann könnt ihr die selber auf eurem Rechner testen. Super. Also inklusive, gleich, sofort, den Rechner mir aufgebaut. Inklusive hier der Software, die ich benutzt habe fürs WLAN. Also alle Varianten, die du uns heute gezeigt hast, sind kostenfrei zu beziehen. Ja, also im Moment ist Magic Beacon auf dem MorphOS ISO, ob es dann letztendlich drauf bleibt, ist wieder eine andere Frage. Ich würde es natürlich bevorzugen, wenn es drauf wäre, weil so Standardsachen wie DVDs abspielen und so weiter ist natürlich immer gern gesehen. Und was die anderen Geschichten mit Grunge angeht, da habe ich auch schon gefragt, ob es in MorphOS reinkommt. Es wurde erstaunlich positiv aufgenommen, hätte ich jetzt nicht erwartet. Und ich meine generell, also gerade so Installer ist immer so eine Geschichte. Und da wollte ich ja schon keiner einen Installer machen, weil den braucht man ja nicht und. Und jetzt komme ich damit noch einen Installer an, nachdem ich den ersten schon hineingedrückt habe. Aber da war quasi ziemlich positiv, weil es ist ja auch gerade für neue Leute ziemlich einfach dann mit Grunge. Das auf jeden Fall. So, man wird auch immer dann informiert, wenn es was Neues gibt, in dem Sinne. Solange die Datenbank dann aktiv gepflegt ist,
Kommt man nicht auf 25 Seiten und sich dann. Kannst du noch ein bisschen was zu MorphOS 3.0 sagen? Ja, ich habe mir nochmal irgendwie zum Beispiel das CD-Brennprogramm. Also ich darf nicht alles zeigen. Also ich kann nur sagen, Dezember ist angepeilt. Mhm. Offiziell. Für die PowerBook-Version. Also das ist wirklich definitiv. Deshalb hier auch der rege Handel mit den Geräten. Muss man, Entschuldigung, nochmal ganz kurz, muss man denn dann, ja, PowerBook ist klar, dass man einen neuen Key holen muss, aber für die älteren Geräte, zum Beispiel für Mac Mini, muss man dann wieder einen neuen Key? Oder nein, die Keys bleiben gültig. Alle Keys von die bei 2.0